Darüber sprechen wir mit unserem ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam in Koblenz. Ja, wir haben es gehört, der Staatsanwaltschaft ist die Entscheidung offenbar nicht ganz leicht gefallen, wenngleich sie sie sachlich begründet hat. Aber man hat schon gemerkt, ja, ganz kalt gelassen hat das da niemanden. Wie außergewöhnlich ist so ein Vorgehen? Ja, man hat das in der Tat gemerkt an diesem Zitat des Leiters der Staatsanwaltschaft Koblenz. Ihm war daran gelegen, nochmal einzugrenzen, was seine Aufgabe war. Eben nicht Politik zu bewerten und Charaktermoral, sondern strafrechtliche Vorwürfe. Und da haben sie nochmal betont, wie aufwendig die Ermittlungen der vergangenen Jahre waren und welche juristischen Schlüsse sie daraus gezogen haben. Und da ist der Kern. Sie müssen ja eine Prognose abgeben. Wie wahrscheinlich ist das, dass der beschuldigte Landrat vor Gericht wegen fahrlässiger Tötung am Ende verurteilt wird? Und diese Wahrscheinlichkeit, die sehen Sie am Ende Ihrer Ermittlungen nicht. Da kann man natürlich drüber streiten, aber die Staatsanwaltschaft hat sehr ausführlich begründet, was die Gründe dafür waren und hat sich dafür 2 Stunden heute hier bei dieser Pressekonferenz in Koblenz genommen. Wenn man aber davon ausgeht, dass, wie es ja auch erwähnt wurde, da Fehler passiert sind im Ahrtal in der besagten Nacht, warum hat das hier offenbar überhaupt keine Rolle gespielt? Ja, es geht darum, erfüllt ein Verhalten der konkreten Person die Kriterien des Strafgesetzbuchs. Nicht jeder Fehler ist automatisch strafbar. Das ist quasi die Ausgangssituation. Und dann hat die Staatsanwaltschaft die juristischen Kriterien hier ausführlich durchgeprüft. Und mehrere Knackpunkte. Der erste davon ist, aus Sicht der Staatsanwaltschaft sei dieser katastrophale Verlauf des Abends mit diesen katastrophalen Wirkungen mit 135 Toten nicht vorhersehbar gewesen für die handelnden Akteure. Zweiter Knackpunkt ist immer ganz wichtig, wenn Fehler passiert sind, und das sind sie hier passiert, wenn die nicht passiert wären, hätte das wirklich ganz sicher dazu geführt, dass die Menschen nicht gestorben wären. Das ist ein wichtiger juristischer Prüfungspunkt. Und diesen Punkt, zu diesem Schluss, dass das ganz sicher dann die Opfer nicht gegeben hätte, zu dem Schluss ist die Staatsanwaltschaft nicht gekommen. Und das waren hier im Detail so die Prüfungspunkte, warum die Staatsanwaltschaft die Schwelle für eine Anklage nicht erreicht sieht. Jetzt haben Sie gerade gesagt, man kann das auch anders bewerten. Ist denn diese Entscheidung dann jetzt auch tatsächlich schon amtlich oder kann man sie noch anfechten? Also die betroffenen Vertreter der Opfer, ihre Angehörigen, die an diesem Verfahren sozusagen beteiligt sind im weiteren Sinne, die haben die Möglichkeit, gegen diese Entscheidung heute vorzugehen. In einem gestuften Verfahren, da schaut dann erstmal die Generalstaatsanwaltschaft nochmal drauf, aber vor allem auch ein Gericht, das Oberlandesgericht in Koblenz, wird dann prüfen, ob diese Entscheidung heute Anklage zu erheben korrekt war oder nicht. Diese Prognose, wie wahrscheinlich ist eine Verurteilung, das ist das Kriterium, ob man Anklage erhebt oder nicht. Das ist alles nachvollziehbar heute, aber man kann darüber juristisch auch diskutieren, in jedem einzelnen Fall dieser 135 Opfer. Deswegen, das war eine Begründung heute und die war sehr detailreich und nachvollziehbar. Aber das wird die Diskussion darum, ob das alles auch richtig war, nicht stoppen, denke ich. Und was bedeutet diese Entscheidung vielleicht auch noch für andere Fälle? Also kann das so eine Art Signalwirkung haben? Nein, ich denke, da muss man jeden Fall separat beurteilen. Was man insgesamt sagen kann, es gab ja in Deutschland schon häufiger mal große Katastrophen, die dann auch vor Gericht aufgearbeitet werden mussten. Also ich denke an die Katastrophe der Love Parade. Es gab Zugunglücke schon. Es ist mal in Bad Reichenhall ein Dach eingestürzt. Und was diese Fälle gemein haben, ist, dass es immer sehr schwierig ist, wenn eine große Katastrophe ganz, ganz viele Ursachen hat, dass man dann die individuelle Schuld einzelnen Personen genau zuordnen kann. Und das zeigt sich auch wieder hier im Ahrtal. Denn das war die Schwierigkeit bei diesen wirklich sehr langen Ermittlungen, genau zu sagen, du Landrat hast dich hier so schuldig gemacht. Diese Schwelle konnte die Staatsanwaltschaft aus ihrer Sicht nicht nehmen. Und das hat es auch in anderen großen Katastrophenfällen schon mal so gegeben. Aber man muss natürlich jeden Fall separat beurteilen.
Vielen Dank an unseren ARD-Rechtsexperten Frank Bräutigam in Koblenz. Und damit gleich weiter zu Ute Spangenberger im ehemaligen Flutgebiet in Bad Neuenahr-Ahrweiler. Wie haben die Menschen im Ahrtal auf diese Entscheidung jetzt reagiert? Die meisten Menschen, mit denen ich gesprochen habe, waren enttäuscht. Enttäuscht, dass es eben zu keinem Prozess kommt. Die Entscheidung ist ja schon vor 13 Uhr, da sollte es ja eigentlich bekannt gegeben werden, durchgesickert. Das heißt, ich habe viele mit diesem Fakt überrascht in der Frage, dass die Entscheidung schon gefallen ist, dass es zu keinem Prozess kommt. Und den Menschen sind teilweise regelrecht die Gesichtszüge entglitten, weil sie sich das wirklich nicht haben vorstellen können. Ich habe aber auch mit Menschen gesprochen, die gesagt haben, ach, hör mir doch auf mit diesem ganzen Kram, Staatsanwaltschaft, Richter, das ist alles unwichtig. Das würde die Toten nicht wieder lebendig machen und wir müssen jetzt die ganze Kraft darauf verwenden, in die Zukunft zu schauen. Aber die meisten, mit denen ich gesprochen habe, die meisten Stimmen waren Enttäuschung. Was hätten die Menschen sich gewünscht stattdessen? Sie hätten sich gewünscht, dass es zu einem Prozess kommt, vor einem ordentlichen deutschen Gericht, wie mir viele gesagt haben, aus mehreren Gründen. Zum einen, weil zum Beispiel diese Punkte, wir hatten es vorhin gehört, Charakter, Moral, vielleicht nicht strafentscheidend sind, aber zumindest hätte man es noch mal ansprechen können. Vielleicht hätte sich auch der Landrat noch mal dazu geäußert, was ihn denn dazu bewogen hat, so zu handeln, wie er gehandelt hat. Und außerdem, Menschen, die wollen einen Abschluss finden. Also irgendwie muss dieses Erlebte zu einem Abschluss kommen und wenn jetzt gar nicht ermittelt wird, dann fadet das Ganze irgendwie so aus. Das beschäftigt die Menschen sehr und ich habe auch mit Menschen gesprochen, die sagen, ein ordentlicher Prozess mit einem unabhängigen Richter, das wäre es gewesen. Wer weiß, ob das jetzt alles so mit rechten Dingen zugegangen ist. Die Bilder dieser Flutkatastrophe, an die können sich viele von uns natürlich noch erinnern. Aber die Frage ist, und auch um besser zu verstehen, wie es den Menschen heute geht, wie sieht es da jetzt inzwischen aus? Es sieht natürlich besser aus. Also ich war, ich würde sagen, 30 Mal im Ahrtal seit der Flutkatastrophe 2021 im Juli. Ich sehe immer wieder neue Baustellen, immer wieder an anderen Stellen. Es passiert sehr viel. Aber ich hatte damals am Anfang gesagt, es wird 10 Jahre dauern. Das hatten Experten gesagt. Da war ich selbst gar nicht so überzeugt davon. Aber inzwischen kann ich mir es gut vorstellen, dass es so lang dauert. Es gibt Teile, da stehen auch noch alte Brücken. Da gibt es noch überhaupt keine neuen. Es dauert. Wie überall in Deutschland fehlen Handwerker, Bürokratien malen langsam. Es dauert. Bei den Privatmenschen sind viele schon weit vorangeschritten. Viele Hotels stehen besser da als je zuvor, also vom Neubau her. Andere, ich habe mit einem Hotelier heute Morgen gedreht, der hat sehr viel selbst gemacht und der ist immer noch nicht fertig mit dem Renovieren. Und die Menschen sehen eben tagtäglich überall die Baustellen. Also diese Katastrophe, die wird den Menschen hier noch lange im Gedächtnis bleiben und die wird sie auch noch für viele Jahre beschäftigen. Vielen Dank, Ute Spangenberger in Bad Neuenahr-Ahrweiler.